kehrt bald der ganz große Glanz zu Berlins Viertligist Viktoria 1889 zurück. Beim Traditionsklub, deutscher Meister 1908 und 1911, soll nach Bildinformationen ein finanzstarker Investor aus China kurz vor dem Einstieg stehen. Mit dem könnte es in Zukunft wieder weit nach oben gehen. Bild erfuhr, am 29. April waren die Chinesen beim Viktoria-Heimspiel gegen Cottbus im Stadion Lichterfelde, Kapazität 4.300 Zuschauer. Jetzt wird die Sache heiß. Aus dem internen Umfeld gibt es dazu das heiße Gerücht, dass es in den Verhandlungen um einen 10-Jahres-Vertrag mit 90 Millionen Euro gehen soll. Harald Silav, 2. Vorsitzender von Viktoria 1889 Foto. Bild fragte Viktorias zweiter Vorsitzenden Harald Silav, steigt ein Großinvestor aus China bei Viktoria ein? Silav, ich will das nicht bestätigen, aber auch nicht verneinen. Wir sind in intensiven Gesprächen, in denen so etwas nicht ausgeschlossen ist. Es ist noch nicht alles festgeschnürt, der letzte Punkt noch nicht gesetzt. Im Juni werden wir ein Ergebnis verkünden. Dann sagt Silav diesen spannenden Satz, mit Leipzig und Hoffenheim hat man an zwei guten Beispielen gesehen, was möglich ist, wenn jemand käme und langfristig plant. Dann kann in Berlin etwas Neues entstehen. Gibt es für Viktoria 89 also bald einen 90-Millionen-Regen? Dazu passen würden die Gerüchte, dass es sich bei den Investoren um die Milliardäre Alex Cheng und Xian Li handeln soll, die 2016 fette 100 Millionen in Frankreich Astligist und Lucien Favre Club Oknitzer investierten. Dem Chinesen und US-Chinesen gehören jetzt 80% des Clubs. Cheng, Gründer der Platinum Group, Chinas größte Hotelgruppe, und Li, Gründer des Seven Days Inn, einer Untermarke von Platinum, drängen mit der Hotelgruppe jetzt auch nach Europa, wollen dort den Bekanntheitsgrad über strategische Fußballpartner wie in Nizza steigern. In Berlin eröffnet im August das Seven Days Premium Hotel von Platinum in Schönefeld. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Fußballpartner dazu. Führen die Chinesen zu diesem Zweck Viktoria mit Millionen in den Profifußball zurück?